Ich freue mich, dass ich neben Tim Henning, den Sie ja jetzt alle schon intensiv kennengelernt haben, noch zwei weitere Gäste auf diesem Podium begrüßen darf. Und zwar zum einen Elif Özmen. Elif Özmen ist Professorin für praktische Philosophie an der Universität Gießen und den Leuten, die sich mit Wissenschaftsfreiheit beschäftigen, wahrscheinlich bekannt, weil sie Herausgeberin dieses Bandes ist, der einer der wenigen oder überhaupt einzige Band ist, der die aktuelle philosophische Debatte zum Thema Wissenschaftsfreiheit sammelt. Und das kann ich sehr empfehlen. Außerdem Julian Müller von der Universität Hamburg, wissenschaftlicher Mitarbeiter, der in der politischen Philosophie der Frage nachgeht, wie moralischer Fortschritt in Debatten möglich ist, die durch ja anhaltenden Disput über Fakten, aber auch über Normen gekennzeichnet sind. Und ich freue mich sehr, diese drei Personen jetzt in eine Diskussion verwickeln zu können. Die von Ihnen, die den Reader studiert haben oder auch Zeitung gelesen haben, festgestellt, dass die Besetzung dieses Panels von der im Reader angekündigten Besetzung abweicht. Das liegt daran, dass wir VeranstalterInnen dieses Formats kurzfristig umbesetzt haben. Das ist ein relativ ungewöhnlicher Vorgang. Man kann die Hintergründe dazu auf der Vereinsseite der Gesellschaft für analytische Philosophie nachlesen. Wichtig ist an mir an dieser Stelle nur zu betonen, dass die Besetzung dieses Panels in Ausübung unserer Wissenschaftsfreiheit als einladende Institution erfolgt ist und nicht etwa auf äußeren Druck oder zur Vermeidung irgendwelcher Proteste. Wir würden aber jetzt tatsächlich gerne sofort in die Diskussion einsteigen. Elif, du hast ja wahrscheinlich einiges Gutes gefunden an diesem Vortrag von Tim, aber sicherlich auch sag das zuerst, bitte. Kontroverse Punkte. Was denkst du? Ich habe jetzt für den Einstieg in die allgemeinere Diskussion versucht, eine Kritik zu formulieren, die sich jetzt nicht verliert, ne, in einzelnen vielleicht fachlichen Dissensen, die wir vermutlich auch hätten. Und ich möchte einfach nur vorausschicken, dass ich ebenso wie Tim glaube, dass moralische Kritik an Wissenschaft gerechtfertigt werden kann, aber dass ich eben einfach den argumentativen Weg, den du gezeichnet hast, für nicht gangbar halte. Also Sie werden sehen, dass ich für eine solche starke liberale Auffassung von Wissenschaftsfreiheit plädiere, die aber diesen Vorschlag des, wie du es, ich kenne auch noch das Paper, ja, also nicht nur den Vortrag, aber dort sprichst du von einem sich einschleichen prudentieller Kosten in den Bereich des Epistemischen. Das möchte ich sozusagen in Frage stellen und dabei möchte ich wirklich offen lassen und vielleicht dann auch einer gemeinsamen Debatte überlassen, ob sich nicht aus dem Bereich des Epistemischen selbst moralische, ethische oder auch andere normative Kriterien für Wissenschaft und das hieße dann ja auch für Kritik an Wissenschaft generieren lassen können. Und die These, um die es mir geht, ist eine, die so eher zum Ende hinkommt, im Zusammenhang mit dem Säulenheiligen Kant. Ganz kurz lautet die, was für Wissenschaftsfreiheit spricht, spricht auch für die Freiheit der kritischen Vernunft aller. Und ich denke, ich meine, zum einen trifft das zu, insofern Prüfung, Kritik, Dissense, Gegen- und Widerrede natürlich inhärenter Teil der wissenschaftlichen Praxis ist. Ist übrigens auch Teil der wissenschaftlichen Ausbildung, denn wir sollen solche Kritik ja nicht einfach nur ja, erwarten und dann, wenn sie kommt, ja, irgendwie duldsam hinnehmen, sondern eigentlich sollen wir sie provozieren. Wo das nicht gegeben ist, einfach schon im eigenen Kopf vorwegnehmen. Also gerade in der Philosophie üben wir das ja bereits im Studium, den Gegenstandpunkt selbst zu entwickeln und ihn auch möglichst stark zu machen. Und das hast du ja ganz vorbildlich in deinem Vortrag auch bereits getan. Und ich weiß, dass Tim in dem Paper und auch in anderen Zusammenhängen auch auf den sogenannten organisierten Skeptizismus von Robert Merton, einem Wissenschaftssoziologen, den vermutlich ja einige kennen werden, verweist. Organisierter Skeptizismus ist eines von vier Prinzipien, die die Praxis, aber auch das Selbstverständnis der Wissenschaft und das heißt ja auch der einzelnen Wissenschaftlerin anleiten und zwar sowohl normativ als auch ganz praktisch. Wie gesagt, das ist eine soziologische, eine wissenschaftssoziologische These. Und dazu passt dann eben auch
so scheint es auf den ersten Blick, diese Anleihe bei Kant, der ja Kritik als ein Gerichtshof der Vernunft betrachtet, der kein Ansehen der Person kennt und damit so ein Allprinzip zu vertreten scheint. Aber, und das ist jetzt sozusagen der Beginn meines Einwandes, das impliziert nicht und darf uns auch wirklich nicht zu der Schlussfolgerung verleiten, die du, Tim, am Ende ja auch gezogen hast, nämlich, dass es zu den Geltungsansprüchen wissenschaftlicher Thesen zählt, von allen Mitgliedern der Öffentlichkeit geglaubt werden zu können. Das scheint mir irgendwie der Dreh- und Angelpunkt deines Argumentes zu sein, dass wir so aus der inneren Logik der Wissenschaftsfreiheit heraus die Stakes aller Betroffenen berücksichtigen müssen. Aber ich würde sagen, dass die epistemischen Kontexte, die Interessen, auch die Stakes von Mitgliedern der Öffentlichkeit, das sind die Bürgerinnen, als Nichtwissenschaftlerinnen für die wissenschaftlichen Geltungsansprüche tatsächlich gar keine Rolle spielen. Und zwar aus zwei Gründen. Es fehlt ihnen an sachgemäßer Kompetenz, mithin an Autorität für diese Form der Kritik. Und zweitens glaube ich, dass du die Rede von Betroffensein oder von Betroffenheit eigentlich gar nicht geklärt hast. Und das wäre für das Argument wohl auch wichtig. Ich möchte mich aber auf diesen ersten Punkt hier konzentrieren und einfach die folgende Gegenthese jetzt zur Diskussion stellen. Die Scientific Community ist nicht der Ort für die Einstimmung der Bürgerinnen, der Berücksichtigung ihrer Bedenken, ihrer Stakes, ihres Vetos. Und sie kann es ja auch gar nicht sein. Und das hängt jetzt wirklich mit der Logik und der Eigengesetzlichkeit und der Zwecksetzung der Wissenschaft zusammen. Der Verweis auf Kant und auch auf Mill führt an dieser Stelle meines Erachtens überhaupt nicht weiter. Die argumentieren, auch wenn sich da ab und an mal Bemerkungen über Gelehrte und die Wissenschaften und die Künste finden, die argumentieren für eine allgemeine Denk- und Redefreiheit, für die Libertas Cogitandi, die dann tatsächlich der Staat allen freien und gleichen mündigen Bürgern zukommen lassen muss. Aber das ist nicht diese spezielle Freiheit, die erst seit dem späten 19. Jahrhundert Wissenschaftsfreiheit genannt wird. Und das ist vor allen Dingen auch nicht die Wissenschaftsfreiheit, die in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes garantiert ist und vorbehaltlos geschützt werden soll, aber gerade nicht als Jedermannrecht. Und das ist eben der Unterschied zu Absatz 1, Meinungsfreiheit. Und ich habe einfach den Eindruck, Tim, dass du diese beiden Freiheiten, Meinungsfreiheit und Wissenschaftsfreiheit und die Foren und Formen der Kritik, die damit verbunden werden können, tatsächlich nicht sauber trennst. Und das ist etwas, was in der allgemeinen Debatte über Wissenschaftsfreiheit regelmäßig passiert. Also, ich glaube, dass dein Alle-Betroffenen-Prinzip sehr anders ist als die charakteristischen egalitären Prinzipien, die innerhalb der Scientific Community gelten. Dazu gehört der organisierte Skeptizismus, dazu gehört gemäß Merton auch Universalismus oder Kommunitarismus. Die regeln nämlich nur die Verhältnisse zwischen Mitgliedern der Scientific Community. Dein Alle-Betroffenen-Prinzip fasst eben den Bereich der Betroffenen sehr, sehr weit und dadurch werden, jetzt fasse ich einfach nochmal zusammen, meines Erachtens erstens die Unterschiede, das klang in der ersten Frage, die gestellt wurde, schon mal an, sozusagen die Unterschiede zwischen wissenschaftlichem und öffentlichem Vernunftgebrauch verwischt in Bezug auf die Geltungsfragen, die mit wissenschaftlichen Thesen verbunden sind. Und zweitens wird ein anderer Unterschied auch noch verwischt, nämlich der Unterschied zwischen wissenschaftlichen Geltungsansprüchen und den Ansprüchen von wissenschaftlichen Geltungsansprüchen außerhalb der Wissenschaft anerkannt, verstanden, gefördert zu werden. Also an dieser Stelle, bei diesem außerhalb der Wissenschaft kommt meines Erachtens die Öffentlichkeit, die Gesellschaft und vor allem die Solidargemeinschaft ins Spiel, die in Deutschland jedenfalls den großen Teil von Wissenschaft, Forschung und Lehre ja auch solidarisch finanziert. Und zu diesen Ansprüchen auf Geltung, die mit wissenschaftlichen Geltungsansprüchen verbunden sind, die aber meines Erachtens nicht mit ihnen gleichgesetzt werden können, gehört für mich eben auch die öffentliche Anerkennung des Wertes einer freien Wissenschaft,
die ihre epistemischen Standards und ihre Korrektheitsmaßstäbe vollständig autonom bestimmt. Und das heißt, wirklich unabhängig von dem, was die Mitglieder der Öffentlichkeit glauben können oder glauben wollen. Tim. Ich schon wieder. Okay, ja, cool. Gerne. Also ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall, das gibt mir Gelegenheit zu einer wichtigen Klärung. Du hast natürlich vollkommen recht. Das wäre eine Absurdität, wenn ich behaupten würde, dass eine Wissenschaftlerin tatsächlich rausgehen können müsste, sich irgendjemanden im Bus schnappen können müsste und dem eine These präsentieren. Und dann hat diese Person, wie sie da sitzt, direkt ein Veto und sagt, weiß ich jetzt nicht, Kernphysik verstehe ich nicht, scheint mir unplausibel. Und wenn das bereits ein Problem wäre, dann würde ich sagen, genau, dann hätten wir den Bogen wirklich komplett überspannt und dann wäre das absurd. Insofern würde ich sagen, ist es natürlich auch vollkommen richtig, wenn sich WissenschaftlerInnen erstmal sozusagen an eine Scientific Community wenden. Was ich meinte, und das vielleicht höre ich das, wenn ich Geltungsansprüche sage, immer automatisch mit, wäre so eine Art Idealisierung. Der Gedanke ist, klar kann ich dieser Person im Bus nicht sofort Kant beibringen und dann von ihrem Urteil abhängig machen, ob ich meine These zu Kant weiter vertreten darf. Aber es ist, glaube ich, eine Frage, ob ich praktisch in der Lage bin, diese Person in den Stand zu versetzen, zu beurteilen, ob sie gute Gründe hat, mir zu glauben. Und das ist aber eine andere Frage, ob diese Person tatsächlich gute Gründe hätte, mir zu glauben, wenn ich genug Zeit und genug Gelegenheit hätte, ihr das beizubringen. Und da würde ich schon sagen, diese Art von idealisiertem Geltungsanspruch gegenüber allen Mitgliedern einer kritischen Öffentlichkeit, an dem würde ich, glaube ich, schon festhalten wollen. Denn das zu bestreiten, würde er bedeuten, nee, da gibt es Leute, die hätten tatsächlich, auch wenn man es ihnen begreiflich machen könnte, die hätten keine guten Gründe mehr zu glauben. Aber ist mir wurscht, weil mit denen rede ich nicht. Ich rede nur mit der Scientific Community. Da würde ich sagen, das würde ich wieder eine komische Grenzziehung finden. Aber insofern, genau, hast du natürlich vollkommen recht, da ist der Burden of Proof bei mir und die ganze Arbeitslast auch. Ne? Diese Idealisierung ausbuchstabieren, das wäre dann mein Job. Und da habe ich tatsächlich noch überhaupt nichts so gesagt. Ist vollkommen richtig. Julian, wir können jetzt nicht jedes Mal klatschen, wenn jemand was sagt. Tut mir leid, das ist alles so, alles fantastisch, was hier gesagt wird. Das ist einfach, das setzt mir voraus. Julian, als du den Vortrag von Tim gehört hast, ich weiß, du sympathisierst selber mit irgend so Encroachment-Ideen. Seid ihr einfach ein Team? Ja, ganz wunderbar. Ich muss sagen, ich habe persönlich diese Encroachment-These geteilt, ohne die im Speziellen durchdacht zu haben, sondern es ist eher so eine These gewesen, wo ich gedacht habe, das scheint doch erst einmal plausibel zu sein, oder? Umso höher sozusagen die möglichen Kosten derjenigen These sind, die ich verteidige, umso mehr Arbeit sollte ich da rein investieren, dass diese These richtig ist. Ja? Das schien mir erstmal sehr, sehr plausibel und nun, da ich diese These so wunderbar ausformuliert gesehen habe, kommen mir Zweifel. Mist. Ich bin allerdings noch nicht sicher, ob meine Zweifel berechtigt sind. Deswegen habe ich erst einmal ein paar erörternde Fragen letztendlich. Und die erste Frage bezieht sich darauf, was eigentlich die Konsequenzen deiner Thesen sind für die politische Philosophie. Denn wir haben ja jetzt ja vor allen Dingen über deskriptive Thesen gesprochen und es ist sehr eingängig, wenn wir uns vorstellen sollen, naja gut, wir bringen eine bestimmte deskriptive These vor und die Irrtumswahrscheinlichkeit ist vielleicht 5% und dann sagen uns Leute, nun gut, das ist zu hoch, die Irrtumswahrscheinlichkeit sollte vielleicht bei 0,1% liegen oder noch weniger. Und dann können wir sagen, okay, dann erheben wir mehr Daten. Wir versuchen, bessere Tests zu formulieren und so weiter und so fort. Gleichzeitig betreiben wir auch politische Philosophie. Ich betreibe politische Philosophie und ihr anderen ja auf dem Panel auch. Und mir ist noch nicht so ganz klar, es ist ja in der politischen Philosophie durchaus so, dass wir wirklich Fragen beackern, die wirklich High Stakes haben, nicht?
Also da geht es etwa darum, sollen wir die Grenzen öffnen oder geschlossen halten? Da geht es darum, sollen wir von unserem kapitalistischen Wirtschaftsmodell zu einem sozialistischen gehen oder vielleicht zu einem anarchistischen? Also kurzum, die Stakes könnten gar nicht höher sein. Gleichzeitig bin ich mir nicht ganz sicher, wie wir denn nun in der politischen Philosophie verfahren sollen. Denn einerseits sind die Stakes enorm hoch, wahrscheinlich viel höher als in den meisten anderen wissenschaftlichen Disziplinen. Gleichzeitig können wir nicht einfach bessere statistische Tests letztendlich durchführen. Und insofern ist diese Frage, ist meine erste Frage an dich, Tim, wie wir denn über sozusagen Beweislast nachdenken sollen in der praktischen Philosophie. Ja? Denn gerade in der praktischen Philosophie ist es ja so, und das sind vielleicht noch zwei Punkte, die ich ausführen möchte, dass wir es ganz oft zu tun haben, in der praktischen Philosophie haben wir es ganz oft damit zu tun, dass wir Institutionen vorschlagen oder Regeln vorschlagen, Orientierungspunkte, die es so noch gar nicht gegeben hat. Ja? Das heißt, wir schlagen ganz oft Institutionen vor, für die wir gar keine Evidenzen haben, für die es keine historischen Evidenzen gibt, für die es auch keine guten sozusagen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen Modelle gibt und so weiter und so fort. Aber trotzdem schlagen wir diese Gesellschaftsmodelle ja vor. Und ich fürchte nun ein bisschen, dass, wenn wir das ernst nehmen, was du sagst, dass wir dann nicht mehr politische Philosophie in dieser Art und Weise tun dürfen. Ja, super. Sehr guter Hinweis. Und das würde ich sagen, ein Stück weit beschreibt das ja sozusagen die Lage in der praktischen Philosophie auch tatsächlich ganz gut. Und es ist ja immer nur allzu bewusst, ich habe das Beispiel Singer selber genannt, was da auf dem Spiel steht, wenn man falsch liegt und richtig liegt. Und gerade sind das aber das natürlich die Bereiche normativen Überlegens, wo wir nichts anderes vorzuweisen haben als eben unser Lehnstuhlzeug, hätte ich fast gesagt. Ne? Und den Gedanken, dass es da irgendwie schon mal erstmal ein ziemlich unangenehmes Missverhältnis gibt, finde ich erstmal gar nicht so ganz unplausibel. Aber darauf will ich mich jetzt nicht ausruhen, sondern wichtiger ist, zumindest in dem Modell, was ich da gerade vorgelegt habe, ist es dankenswerterweise so, dass die absolute Höhe von Stakes gar nicht unbedingt eine Rolle spielt, sondern die relative Höhe und auch das relative Verhältnis der Evidence, das wir für verschiedene Theorien haben. Ne? Jetzt kann man sagen, oh, Mensch, der Singer, wie kann der sowas behaupten, wie diese These 3, wenn der in seinem Präferenzutilitarismus schief liegt, dann tun wir lauter Dinge, die sozusagen ganz schlimm sich auf die Interessen Betroffener auswirken. Aber dann muss man sagen, naja, die Evidence, die wir für moralische Theorien haben, die ist eben nur so gut, wie sie ist. Und es ist ja nicht so, das sage ich, obwohl es mich selber stört, ist ja nicht so, als hätten wir für die Alternativen so wahnsinnig viel bessere Evidence. Ne? Und wenn wir Kantianer recht haben, dann überlegen Sie mal, was wir mit all den Mördern an der Tür machen und sowas. Ja, da sind die Stakes ja auch nicht geringer. Ne? Und das heißt, glücklicherweise ist es so, dass diese Forderung, die ich formuliere, sozusagen jeweils sozusagen die Gründe, die wir für eine Behauptung haben, ins Verhältnis zu den Gründen dagegen haben. Und da ist es eben im Bereich der praktischen Philosophie so, dass die alle von dieser, naja, womöglich etwas zweifelhaften Lehnstuhlart sind. Ne? Also da geht es, kurze Antwort, da geht es zum Glück nur um die relative Stärke der Belege und nicht um die absolute, sonst wären wir echt, stellen wir doof da. Ja. Ja, also das genügt mir erstmal als Antwort. Halt. Okay. Ja? Ich würde da gerne einhaken, weil wir jetzt eigentlich zwei Fälle zur Diskussion haben. Der eine sind Thesen und Theorien, Forschungsprojekte aus dem Bereich der Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften, die, wo wir uns, glaube ich, grundsätzlich fragen müssen, welche Ansprüche an war falsch, du hast die Ausdrücke verwandt, oder an normative Richtigkeit und Falschheit wir hier mit welchem Verständnis von Evidenz eigentlich erheben können. Und dann deine anderen Beispiele, alle drei, waren aber aus dem Bereich der Hard Sciences, also aus dem Bereich der Naturwissenschaften. Wobei ich wirklich glaube, und ich glaube, Martina Nida-Rümelin hatte diesen Punkt gemacht, dass du eigentlich das Beispiel sehr schnell, sehr falsch verwendest, weil du dich mit
den normativen Schlussfolgerungen, die die Politikwissenschaftler in the bell curve daraus gezogen haben, nämlich inegalitäre Empfehlungen für eine zukünftige Politik, Gesetzgebung und gesellschaftliche moralische Haltung gegenüber, in dem Fall schwarzen Menschen in den USA einzunehmen. Ich meine, derartige zu behaupten, dass derartige normative Thesen sich gleichsam ableiten ließen aus deskriptiven Aussagen wie derjenigen, die du präsentiert hast. Wir als Philosophen und Philosophinnen wissen, dass das so nicht geht. Ich meine, das sind Fehlschlüsse. Ja, das ist schlechte Wissenschaft, das ist auch schlechte Politikwissenschaft, die in diesem Fall wirklich versucht, diesen normativen Empfehlungen und normativen Haltungen eine naturalistische Basis gleichsam zu geben. Aber das berührt auch die Frage überhaupt nicht, ob empirische Aussagen, wissenschaftliche Thesen, die etwas darüber aussagen, was in der Welt der Fall ist oder nicht, mit irgendwelchen prudentiellen Kosten gleichsam, du sprichst mal von praktischen Implikationen und von Handlungen und von Kosten, die bestimmte Forschungsprojekte dann irgendwie haben könnten, außerhalb gewissermaßen der Wissenschaft. Und das ist so ein Punkt, den ich eigentlich gar nicht richtig verstanden habe. Es mag diese Form von Kosten geben, mir scheint nur zugleich, dass die, ich sag mal etwas euphemistisch, Ressentiments gegenüber Afroamerikanerinnen in den Vereinigten Staaten ziemlich unberührt bleiben davon, ob diese These, die These 1, zutreffend ist, ob sie wahr oder falsch, evidence-based oder einfach nur schlechte Wissenschaft ist oder nicht. Ich meine, eine andere These könnte wahr sein, nämlich, dass schwarze Menschen einen durchschnittlich höheren IQ als Weiße haben. Absolut. Würde das irgendetwas an den tiefgehenden rassistischen normativen Einstellungen der Leute ändern? Also mir scheint nicht. Nee, glaube ich auch. Das ist tatsächlich auch was, was Philipp Kitscher in dem Text, den ich zitiere, auch sagt. Der glaubt, dass er sogar sozusagen eine epistemische und eine moralische Asymmetrie vorherrscht. Auch er glaubt, wie du, also wenn jetzt rauskäme, schwarze Menschen sind im Durchschnitt sehr viel klüger, würde das am vorherrschenden Rassismus nichts ändern. Das ist genau Kitschers These. Umgekehrt aber glaubt Kitscher, dass die These 1, wie sie da steht, sehr wohl Wasser auf die Mühlen des vorherrschenden Rassismus ist. Das werden die Leute sich auf die Fahne schreiben und sagen, siehste, wir haben es doch immer gewusst. Also können wir gar nicht für Gleichheit sorgen, selbst wenn wir es wollten. Das heißt, Kitscher glaubt, dass der Hase eher so rumläuft. Der Punkt, den ich hier machen würde, ist, das sind alles Fragen der Auswirkungen, der de facto Auswirkungen der Akzeptanz einer These wie 1 auf das Denken der Leute. Werden Rassisten schlimmere Rassisten oder gibt es irgendeine Chance, die weniger rassistisch zu machen? Das ist eine interessante Frage, aber ich weiß nicht, und da würde ich Kitscher zum Beispiel widersprechen und ich glaube, wahrscheinlich sind wir uns da einig, ich weiß nicht, ob das etwas ist, was wir dem der WissenschaftlerInnen ankreiden können. Also ich glaube, jemand, der eine These 1 vertritt, aber mit guten Gründen, aber er oder sie weiß, das kriegen Leute in den falschen Hals. Wenn das eine Rassistin hört, dann ist das Wasser auf deren Mühlen. Dann glaube ich trotzdem nicht, dass das die Schuld des Wissenschaftlers ist. Das ist klar, das ist nicht die Art von Kostenfaktor, die mir vorschwebt. Und ansonsten, wenn du und Frau Nieder-Rübelin, wenn ihr sie recht haben, wunderbar, dann ist es mit der Kritik an Herrnstein und Murray noch viel einfacher. Ne? Denn dann begehen die einfach einen vollkommen unlauteren und absurden Fehlschluss und empfehlen was, wozu es keinerlei Anlass gibt. Dann wäre das ein sehr viel kürzerer Vortrag geworden, hätte ich aber total okay gefunden. Sie wahrscheinlich auch. In jedem Falle gilt, ich habe an der Stelle versucht, konziliant zu sein. Und dass es ein absurder Fehlschluss ist, das würde ich auch nicht sagen, sondern Herrnstein und Murray würden es so darstellen und Rawls, Dworkin und Nagel, Nagel argumentiert normativ, aber Rawls und Dworkin würden, glaube ich, an der Stelle einfach sagen, nee, das ist einfach die Art von Implikation, die sich aus so einem ought implies can ergibt. Ja, wenn es da bestimmte Ungleichheiten gibt, die in der Natur der Dinge liegen, die nicht änderbar sind, dann können wir nicht verpflichtet sein, die aufzuheben. Jetzt stimme ich dir vollkommen zu, das ist ja nicht so. Aber der Punkt wäre, wenn die These 1 wahr wäre,
dann wäre das so. Und aus diesem Gedanken heraus würden eben Rawls und Walken, wie ich sie verstehe, und auch Herrnstein und Murray sagen, naja, dann ist es in der Tat klar, dass es mit der dauerhaften Herstellung von Gleichheit, die nicht ein krudes Leveling Down ist, einfach nichts ist, einfach weil es nicht geht. Wie gesagt, das glaube nicht ich, aber es gibt Leute und auch TheoretikerInnen, die ich durchaus respektiere, die das glauben, und ich habe denen an der Stelle Kredit gegeben und gesagt, naja, man unterstellt, die hätten recht. Man könnte tatsächlich vernünftigerweise aus eins diese Handlung, try living with equality, ableiten. Dann wäre das auf jeden Fall ebenfalls ein weiterer Ansatzpunkt für moralische Kritik. Die muss dann nur sehr viel diffiziler aussehen. Ich weiß, Elif, du zuckst, aber ich würde gerne dieser Diskussion noch einen anderen Dreh geben, nämlich wie sollten denn wir als Wissenschaftscommunity mit Menschen verfahren, die solche Thesen vertreten, die jetzt nach diesem Test oder einem anderen irgendwie durchs Raster fallen. Also das klang ja eben auch schon in einer Frage an. Wissenschaft ist ja eben nicht so organisiert, dass alle ganz lange nachdenken, bis sie irgendwas rausgefunden haben und dann gehen sie raus und schreiben ein populäres Buch, da steht das dann drin, und dann, oder ein Fachartikel, da steht das dann drin, sondern auf dem Weg dahin stellen sich ja WissenschaftlerInnen gegenseitig Thesen vor und zur Diskussion, und manche davon sind krude und falsch, manche haben moralisch nicht so wünschenswerte Implikationen, manchmal fällt das zusammen, manchmal nicht, und dieser Prozess des mit einer These erstmal vor die Community Tretens, der ist ja ganz essentiell, damit sich die Spreu, also ich rede jetzt erstmal von wahr und falsch, die Spreu des Falschen vom Weizen des Wahren trennen lässt. Und wenn wir jetzt von vornherein sagen, sowas sollte man gar nicht vertreten, dann würde das ja für den wissenschaftlichen Prozess unter Umständen ganz problematische Implikationen haben, nämlich Leute, die denken, sie haben gute Evidenz für das, könnten dann gar nicht losgehen und anderen das präsentieren als etwas, was sie für gut gestützt halten, weil sie schon da den Hahn abgedreht kriegen. Mhm. Und die These, die Frage geht jetzt erstmal gar nicht primär an dich, Tim, sondern auch an euch beide. Wie sollen wir als wissenschaftliche Community mit Personen verfahren, die Thesen vertreten, die unter Umständen moralisch problematische Implikationen haben könnten oder automatisch haben? Das scheint ja hier ein Dissens zu sein, ob das immer zusammenfällt. Ich würde gerne diese Frage ein bisschen umdrehen, und zwar um sie nochmal zurückzuspiegeln auf Tims Vortrag und einen Aspekt auszuleuchten, der bisher vielleicht noch ein wenig zu kurz gekommen ist. Man könnte ja denken, dass nach Tims Ausführungen letztendlich es so sei, dass diese neue Beweislast, die wir Leuten auferlegen, die Thesen vertreten, die eventuell sozial schädlich sein könnten, dass das ausreicht, falls man denn das wollte, kritische Thesen aus der Wissenschaft zu halten. Allerdings scheint mir das nicht so zu sein. Und zwar ist es ja durchaus so, wir wissen das alle, Larry Laudan unterteilt den wissenschaftlichen Forschungsprozess in den Context of Discovery, Context of Pursuit and Context of Justification. Und wir alle, die wir hier Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, wissen wir, naja, normalerweise ist es ja so, dass wir erst einmal vielleicht, wenn wir neu uns ein Projekt vorstellen, dass wir gar keine starken Thesen vertreten und dass wir vor allen Dingen keine Behauptungen vertreten, sondern dass wir erstmal Fragen stellen, dass wir vielleicht vorläufige Antworten präsentieren. Und insofern scheint es mir durchaus so zu sein, dass die Position, die du vertrittst, Tim, es durchaus erlaubt, weiter extrem strittigen Persönlichkeiten, die extrem strittige Thesen vertreten, durchaus mit sozusagen durch ein paar rhetorische Fingerkniffe durch dein Netz zu kommen, indem sie etwa sagen, naja, ich möchte jetzt gar keine so starke These wie eins vertreten, aber ich möchte mal diskutieren, was es denn dafür für Evidenzen gibt. Ja. Und ich möchte mal, wie wir es schon gesagt haben, die Frage stellen. Und insofern wäre für mich die Frage, ist das intendiert in deiner Konzeption? Und wenn ja, warum? Auf jeden Fall, da würde ich sagen, da macht einfach die
sind ja bei der GAP, also die illokutionäre Rolle macht einfach den entscheidenden Unterschied. Ne? Also der Ton macht die Musik, heißt es. Genau, sorry, ja richtig, genau. Nee, Romy, du hast gesagt, darf man sowas noch vertreten? Das hängt eben ganz davon ab, was vertreten heißt. Ne? Wenn man sagt, naja, suppose sowas wie eins nehmen wir uns vor, das sind die Belege dafür, was denkst du denn? Spricht es eher dafür oder nicht? Ne? Dann würde ich sagen, hat man wirklich auch noch nicht eins vertreten in irgendeinem interessanten Sinne. Aber sobald man dazu kommt, zu sagen, okay, ich habe die Belege jetzt ausgewertet und ich habe mir eins angeguckt und ich glaube einfach, das stimmt, dann würde ich sagen, dann gibt es natürlich Raum für honest mistakes, aber dann wird es irgendwie auch wahnsinnig messy und wahnsinnig vage Schwellen geben. Aber es wird klare Fälle geben, wo man sagt, wie kann denn die Person jetzt auf Grundlage der wackeligen Belege in so einer brisanten Sache zu dem Schluss kommen, das ist jetzt nicht mehr harmlos und das ist auch kein honest mistake, das ist piep, jedenfalls irgendwie was Kritikwürdiges. Aber was den Umgang mit solchen KollegInnen angeht, ich habe ja auch gar keine praktischen Sanktionen irgendwie nahegelegt. Ich habe gesagt, na, die Verfehlungen können irgendwann so stark werden, dass es plausibel wäre zu sagen, aber die Person lade ich jetzt nicht mehr ein, sondern was erstmal aus meinen Überlegungen folgt, ist, dass in so einem Fall moralische Kritik berechtigt ist. Und da würde ich sagen, die darf man dann auch üben. Und nur weil moralische Kritik berechtigt ist, muss die auch gar nicht in jedem Fall angezeigt oder sachdienlich sein. Es gibt ja tausend Dinge, die man moralisch kritisieren kann. Deswegen trompete ich ja nicht ständig allen Leuten meine moralische Meinung über das, was sie so machen, ins Ohr. Nicht auszudenken, die würden das bei mir machen. Sondern das Einzige, was folgt, ist eben, naja, dann haben die was moralisch Kritisierbares getan und deswegen könnte man es mit Gründen kritisieren. Ob das dann immer das Sinnvollste ist, was einem gerade einfällt, ist nochmal eine andere Frage. Ja, ich würde gern versuchen, auf deine Frage einzugehen, Romy. Ich habe da relativ großes Vertrauen in die Selbstregulierungskräfte der Wissenschaft selbst. Also mir scheint es innerhalb der Scientific Community nicht so zu sein, dass wir die Wissenschaftsfreiheit so bedroht sehen, dass gewissermaßen das Abendland unterzugehen droht, sondern wir diskutieren hier ja auch miteinander über diese Fragen und dann gewissermaßen auch über die Grenzsetzungen, die nicht bereits durch das Strafrecht und die Grundrechte anderer und dergleichen ohnehin gewissermaßen schon berührt sind. Das sind ja die eigentlich interessanten Fälle. Wir haben zur Autonomie der Wissenschaft gehört ja auch Selbstgesetzgebung, Selbstregulierung und Sanktionierung. Wenn Ihnen das komisch vorkommt, möchte ich nur daran erinnern, dass wir schon seit längerem in den großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland Handreichungen, das klingt so harmlos, ne? Handreichungen für gute wissenschaftliche Praxis haben. Die sind mit Sanktionen verbunden und die sind entstanden aufgrund von dramatischen Betrugsfällen, sozusagen epistemischen Fehlverhalten in der Wissenschaft, die übrigens auch in der Öffentlichkeit auf ein bemerkenswertes Interesse und gleichsam auch auf moralische Empörung gestoßen sind. Und ich denke, es lohnt sich darüber nachzudenken, ob wir nicht auch in Bezug auf die sogenannten moralischen und politischen Selbstbegrenzung hier etwas aus der Scientific Community gewinnen könnten, ob wir uns nicht Regeln geben könnten, schwache Regeln, an die müssen wir uns dann im Zweifel, muss sich nicht jeder irgendwie halten, so ist das halt, dann haben wir Dissense. Ja? Das wäre vielleicht das eine. Das zweite ist, dass ich, da ich ja nun über dieses Thema auch mal öffentliche spreche oder mit Journalistinnen spreche, merke, dass die öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit sich doch sehr geändert hat. Da gibt es ganz viele Leute, die glauben, dass wir das eben nicht mehr können, weil wir alle da sitzen und uns selbst canceln und uns zurückhalten und uns gar nicht mehr trauen, dass man ja das nicht mehr sagen könne und jenes nicht mehr sagen könne. Also ich kann diesen Eindruck wirklich nicht teilen. Innerhalb der Scientific Community haben wir, glaube ich, sowohl die Dissense als auch die Möglichkeiten, diese Dissense miteinander zu klären. Es geht um die Frage, ne,
nicht darum, welchen Kollegen lade ich ein, sondern es geht irgendwie darum, was ist mit den Kollegen und den Kolleginnen, die in der Öffentlichkeit sich äußern, die zum Beispiel offene Briefe zeichnen, die politisch aktiv sind, die aktivistisch aktiv sind und wo dann die Rollen und sozusagen auch die Autoritäten und die Kommunikationslogiken zwischen Wissenschaft und wissenschaftlichem Vernunftgebrauch und gewissermaßen öffentlichem Vernunftgebrauch und Meinungsfreiheit verwischen, manchmal ja auch verwischt werden. Also da sehe ich wirklich die eigentlichen Gefährdungen von Wissenschaftsfreiheit. Auch ich persönlich, in der Öffentlichkeit gibt es tatsächlich Themen, die auch zu meinem sozusagen Gebiet, Forschungsgebiet in der politischen Philosophie gehören, wo ich mich nicht äußere, wo ich mich selbst beschränke. Aber das tun nicht nur wir Wissenschaftlerinnen, das tun auch Journalistinnen, das tun Schauspielerinnen, das tun Künstlerinnen, weil da draußen in der von Habermas so beschworenen Öffentlichkeit der Ton nicht nur rau, sondern wirklich bedrohlich geworden ist. Vielen Dank. So, damit Sie alle nochmal in Schwung kommen, würde ich gerne diese Diskussion nochmal öffnen und Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Bitte. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, der Vortrag auch. Ich wollte gerne auf was zu sprechen kommen, was Elif Özman auch schon angesprochen hat, aber es noch mal ein bisschen deutlicher machen. Da steht Wissenschaftsfreiheit und Moral. Dieses Moral ist einfach verdammt doppeldeutig. Auf der einen Seite ist es das, was, glaube ich, in Ihrem Vortrag eine hauptsächliche Rolle gespielt hat, so wie empfinden das die Leute, und dann haben Sie viel Interessantes dazu gesagt, und es gibt diese Probleme dann unter Umständen, wenn die dann eine bestimmte religiöse Vorstellung haben, die sich beißt mit dem, was Wissenschaftlerinnen gerne sagen wollen. Aber es gibt eben auch die Lesart von Moral, die was mit unserem Job zu tun hat, nämlich Moralphilosophie oder Ethik. Und wenn es tatsächlich so ist, dass aus bestimmten Behauptungen von Leuten mit wissenschaftlichem Anspruch folgt, dass bestimmte Dinge, die Sie und Elif und ich und viele andere für gut begründet und selbstverständlich wahr oder stimmig oder was weiß ich in der Moralphilosophie halten, dann ist das erstmal ein Widerspruch mit einer ziemlich etablierten Wissenschaft, nämlich unserer. Und ich finde, wir sollten uns dann auch nicht so klein machen, sondern wir sollten dann sagen, damit jemand sich auf an irgendeiner Stelle wissenschaftlich exponiert auch hinstellen kann und sagen kann, das ist ein Ergebnis der Wissenschaft, muss diese Person eben auch zeigen, warum diese Implikationen, die uns alle deutlich entgegen unserem wissenschaftlichen Kenntnisstand zu sein scheinen, entweder nicht wirklich dem widersprechen oder warum wir Unrecht haben. Also ich denke, manchmal sieht es so aus in der Debatte, als wäre Moral irgend so etwas, was gar nicht mit Wissenschaft in einem breiten Sinne zu tun hat. Aber wir alle an anderen Stellen reden, argumentieren sehr differenziert über moralische Fragen, und plötzlich tun wir so, als seien das Geschmackssachen. Also deswegen, ich glaube, ein wichtiger Anspruch muss sein, wenn es einen Widerspruch gibt zwischen dem, was jemand in der Öffentlichkeit mit wissenschaftlichem Anspruch vorträgt, und Sachen, die wir alle für gut begründet halten, dann können wir dieser Person die Wissenschaftlichkeit so lange absprechen, bis sie richtig viel gemacht hat, um zu zeigen, dass wir alle Unrecht haben und nur sie Recht hat. Danke. Ihr dürft alle darauf antworten. Ja, ich kann gerne anfangen. Ich würde Ihnen vollkommen zustimmen. Also es liegt mir auch fern, irgendwie Moral für eine Frage innerer Befindlichkeiten zu halten, sondern ich wäre eher so irgendeine Art von moralischem Realismus zugetan. Und deswegen finde ich tatsächlich auch einige von den Zitaten, die ich gebracht habe, auch von Barbara Zehnpfennig, da klingt das immer so, als würde das Krude gegeneinander ausgespielt. Ne? In der Moral argumentiert man nicht, ne? Sondern da geht es nur um Ideologie und dergleichen. Das würde ich nicht sagen. Ich finde es auch eine interessante Frage, warum es so ist, aber ich glaube, dass eine bestimmte Art und Weise, auf moralischer Basis eine deskriptive These zurückzuweisen, aber einfach ein Non-Sequitur zu sein scheint. Also ein Beispiel, wie ich das gegeben habe, zu sagen, naja, es kann nicht sein, dass eine bestimmte Personengruppe genetisch bedingt durchschnittlich weniger intelligent ist, weil wir ja sonst nicht verpflichtet wären, für Gleichheit zu sorgen. Das
kommt mir einfach wie ein Fehlschluss vor. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Wenn das beides wahrheitsfähige Aussagen sind und beides gut begründbare Aussagen sind, warum sollte nicht das einen Modus Ponens, des anderen Modus Tollens sein? Stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich habe versucht, darüber zu spekulieren. Mir ist nichts Gutes eingefallen. Aber vor der Hand würde ich erstmal denken, das klingt einfach nicht gut, in die falsche Richtung zu schließen in diesen Punkten. Das würde ich aber nicht darauf schieben, dass wir es sozusagen in der Moral nur mit nicht mit respektablen Theorien und Begründungsformen zu tun haben, sondern eine bestimmte Art von Schluss schien mir einfach suspekt zu sein. Das war also. Hier vorne. Ja, spannendes Thema. Und ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn Wissenschaftler mir Thesen verkaufen, was eigentlich wissenschaftlich ist. Also da finde ich, dass sozusagen das Eigeninteresse, dass das, was du jetzt erzählt hast, natürlich wissenschaftlich sein sollte, natürlich einen Einfluss darauf hat, was für Thesen du vertreten wirst, was wissenschaftlich ist. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist, was mir in dem Vortrag so ein bisschen gefehlt hat, ist, wer ist eigentlich der Adressat? Wenn wir Wissenschaftler in so einer Konferenz uns ganz absurde Thesen an den Kopf werfen, finde ich das spannend. Wenn wir aber in einer Open Philosophy Veranstaltung scheinbar wissenschaftliche Begründungen für unmoralische Handlungen liefern, dann ist das kritisch. Aber diesen Unterschied, ob wir das sozusagen in unserem Elfenbeinturm uns darüber streiten, ob das jetzt wissenschaftlich gut oder schlecht war, den sollte man schon noch auch deutlich machen in dem Vortrag, wenn man darüber spricht, wie man als starker Liberaler für Wissenschaftsfreiheit ist. Also ich würde vielleicht zurückfragen, wer außer Wissenschaftlerinnen soll uns sagen können, was wissenschaftlich ist, was zum Beispiel berechtigte Zweifel an wissenschaftlichen Thesen sind und was unberechtigte Zweifel sind. Natürlich nicht Tim alleine, aber und das beansprucht er auch nicht, sondern zum Beispiel wir hier, ne, als ein Teil der Scientific Community, nämlich der Philosophie-Gemeinschaft mit unseren pluralistischen, ne, Vorstellungen davon, wie man Philosophie betreibt, was ein gelungenes, was vielleicht nicht so gelungenes und was vor allen Dingen ein schäbiges, nämlich eigentlich gar kein Argument innerhalb der philosophischen Reflexion irgendwie ist. Wer sonst? Der Staat, der die Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre als Grundrecht schützt, tut es übrigens nicht. Der überlässt es uns und das ist auch Teil der Wissenschaftsfreiheit, dass wir selber definieren, was Wissenschaft ist und wer dazu gehört und wer nicht. Und das ist gewissermaßen auch eine Entwicklung. Ne? Das beginnt mit dem Studium und setzt sich dann über die verschiedenen Qualifikationsstufen irgendwie fort. Und dann haben wir am Ende eine Gemeinschaft, die viele, viele Dissense irgendwie haben kann und sich heftigst streiten kann und uneinig sein kann, aber die, ich werde jetzt mal ganz prosaisch, nicht aus Feinden der Wissenschaft, das ist nun eine Formulierung aus dem öffentlichen Diskurs über Wissenschaftsfreiheit, sondern immer nur aus Freunden und Freundinnen besteht. Ja? Auch wenn wir uns streiten, auch wenn wir Dissense haben, gibt es einen vorhergehenden, geteilten, gemeinsamen Boden. Ich rede wie Merton da immer von dem Ethos der Wissenschaft. Und Sie sehen schon an der Formulierung Ethos, dass das etwas mit Ethik zu tun hat. Ja, da ist nicht erst das sozusagen die Rechtsprechung gegen einzelne Wissenschaftler, deren Wissenschaftsfreiheit dann vielleicht eingeschränkt werden kann, weil sie zum Beispiel den Boden der freiheitlichen Demokratie, ne, auf dem zu stehen, übrigens staatliche Universitäten und ihre Mitglieder, insbesondere die Beamten und Beamtinnen unter uns, verpflichtet sind per Amtseid. Ne? Das ist ja kein neutraler Ort, auch nicht moralisch neutral. Ralf, möchte ich nochmal bestätigen. Ne? Wir sind hier bereits an einem Ort, der bestimmte Formen der politischen und moralischen Korrektheit voraussetzt. Auch wenn wir manchmal moralisch extrem unappetitliche Texte lesen, sozusagen kontrafaktische Positionen stark machen, auch das Unmoralische für eine Möglichkeit halten, sind wir dazu verpflichtet. Und meine Hoffnung ist, dass wir eigentlich daraus nicht nur ein Ethos, so eine Art korporativ-kollektiv
kollektives sozioepistemisches Arrangement, ne, wo wir uns gegenseitig korrigieren und manchmal auch sanktionieren, gewinnen, sondern vielleicht tatsächlich etwas, was eine Ethik der Wissenschaftsfreiheit genannt werden könnte. Ne? Freiheit, schön und gut, aber das verpflichtet uns ja, gerade diese Freiheit verpflichtet uns ja, darüber nachzudenken, wie wir mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umzugehen haben. Und wenn ich das nochmal sagen darf, ne? Also Leute, die glauben, die These 1 einfach so vertreten zu können, weil sie Evidenzen dafür haben und weil das irgendwie Hard Sciences sei. Die haben irgendetwas über die Geschichte zum Beispiel der Genetik und die sehr, sehr unrühmliche Geschichte der Intelligenzforschung, also die Geschichte ihres eigenen Faches und die Missbrauchsanfälligkeit ihres eigenen Faches, nicht gelernt. Und das sollte zum Beispiel unbedingt zum Teil der Ausbildung auch in den Naturwissenschaften gehören, dass sie diese Geschichte, ne, des naturwissenschaftlich gerechtfertigten Rassismus oder Sexismus auch kennenlernen. Das ist dann nicht eine moralische Kritik von draußen, ne, sondern es ist eine Kenntnis der Traditionen und auch der unmoralischen sozusagen Gebrauchsweisen der eigenen wissenschaftlichen Rationalität. Bitte? Mhm. Ja. Genau, ich wollte nicht die ganze Zeit quatschen und fand das auch extrem spannend, aber darauf kann ich natürlich gerne noch eingehen. Verschiedene Öffentlichkeiten, darüber haben wir vorhin schon gesprochen und ich sehe dass das ein wichtiger und offener Punkt ist. Ich habe aber generell meine Zweifel, also ich verstehe, wenn man sagt, okay, jetzt sind wir hier doch als Scientific Community unter uns und jetzt spielen wir mal ein bisschen mit Thesen. Das kann ich verstehen, dann muss aber auch klar sein, dass das das ist, was wir tun und dass wir gerade nicht dabei sind, Dinge zu behaupten. Wenn wir aber dabei sind, sozusagen uns zu finalen Urteilsbildung oder auch nur zu vorläufigen Urteilsbildung durchzuringen, dann würde ich schon sagen, dass es ist mir eine komische Vorstellung zu sagen, das ist was, das könnte ich auch unter Idealbedingungen bestimmten Leuten in der Öffentlichkeit gegenüber nicht rechtfertigen. Aber die in meiner Community, die haben alle genickt und das reicht mir fürs Erste. Das scheint mir eine komische Art von Grenzziehung zu sein. Deswegen dachte ich, deswegen würde ich tatsächlich Kant und Mill recht geben, zu sagen, ja, okay, das ist tatsächlich dem Spiel eingebaut, dass wir das spielen, zu sagen. Wenn wir sagen, okay, ich habe die Belege ausgewertet, ich glaube, das und das stimmt, dann ist da, mit dem Habermas ist heute schlimm, also wirklich dieser Kontext transzendierende Geltungsanspruch drin, zu sagen, das kann ich jetzt nicht nur hier und meinen Peers gegenüber rechtfertigen, sondern zumindest im Prinzip, given enough time und ein paar Idealisierungen, könnte ich das jedem gegenüber rechtfertigen. Und wenn ich es nicht kann, dann stimmt was mit meiner These nicht. Letzte Frage für heute. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Nachfrage, die den Vortrag betrifft, aber auch schon jetzt auf dem Podium diskutiert wurde. Ich wollte mal fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also diese ganzen Folgenabwägungen mit Gewinn-Verlust-Rechnung und so weiter, die leuchten mir in dem Moment stark ein, wo es wirklich um Handlungen geht, weil Handlungen diese 0-1-Struktur haben. Man muss Kernkraftwerke bauen oder es lassen und der Impfstoff wird zugelassen oder eben nicht. Und rein epistemisch sehe ich so eine Notwendigkeit nicht. Da kann man einfach immer die mittransportieren, wie die Evidenzlage ist. Und da kann man zum Beispiel sagen, es gibt schwache Evidenz dafür und dafür oder es gibt stärkere Evidenz oder die Signifikanz des statistischen Tests ist so und so und das sind die Irrungswahrscheinlichkeiten, all diese Sachen. Und wenn man das nicht immer so kompliziert sagen will, dann kann man eben sagen wahrscheinlich oder könnte sein oder so, solche Sachen, dann kann man das auch ein bisschen qualitativer. Mhm. Und was jetzt am Ende, was Sie diskutiert haben, klang so, als würden Sie sagen, ja, in dem Fall ist das in Ordnung. Man muss in die These 1 nur ein wahrscheinlich einbauen oder wenn das zu stark ist, dann nehmen wir das eben noch ein bisschen zurück, ein eher wahrscheinlich als nicht wahrscheinlich oder irgendwie so und dann ist wunderbar. Und, habe ich das richtig verstanden? Weil wenn das die Anforderung ist, dann scheint mir sozusagen die moralische Kritik jetzt ihren Biss einzubüßen. Das klingt nämlich so, als sollte der Wissenschaftler bloß berichten, na, wie es eben der Evidenz entspricht und nicht darüber hinausgehen. Und als wäre das jetzt die Forderung. Und wenn er das tut, dann hat die moralische Kritik keinen eigenen Biss mehr gewissermaßen. Ja, ein Stück weit würde ich da allerdings tatsächlich den Biss aufgeben und sagen, wenn man eine These so stark abschwächt durch entsprechende Präfixe oder sowas, dass sie tatsächlich weniger Belege braucht und die Belege, die gebraucht werden, den Stakes durchaus entsprechen, dann ist es okay. Ich glaube, in diesem Fall
Eins scheint es mir erstens so zu sein, dass diese Stakes so hoch sind und dass die Beleglage, wenn die Kritik, die ich zitiert habe, dort richtig ist, dass man die so stark abschwächen müsste, wie gesagt, NetBlock behauptet, das sei sogar nichts mehr als a guess. Ne? Und das heißt, wenn die gesagt hätten, we guess that, da würde ich sagen, dann hätte ich es weniger anfechtbar gefunden, das würde ich schon sagen. Allerdings ist es eben auch oft so, dass die praktischen Entscheidungen, vor denen wir stehen, uns diese Möglichkeit eben auch nicht lassen. Es kann sein, dass die Umstände so sind, dass wir entweder so handeln müssten, als ob eins wahr ist, oder so handeln müssten, als ob eins falsch ist. Ne? Und es gibt keine dritte Option, die wir nehmen, wenn wir schätzen, das eins. Ne? Sondern entweder leben wir mit Ungleichheit, oder wir bieten alles auf, was wir haben, um Ungleichheit auszumerzen. Und alles, was dazwischen ist, scheint sozusagen keiner der beiden Optionen so richtig gerecht zu werden. Ne? Da können wir schätzen, so viel wir wollen. Die Frage auf dem Tisch wird sein, stimmt eins oder nicht? Und nicht, was schätzt du? Ne? Und in solchen Fällen, würde ich sagen, ist es eben so, dass sich diese Encroachment-Probleme ergeben. Sie haben wirklich lange durchgehalten und wir hier auch. Und deswegen gibt es jetzt für alle diejenigen, die beim Kongress registriert sind, also Kongresspublikum, noch einen Empfang. Bevor das passiert, möchte ich aber erstmal Ihnen danken für diese lange Stamina und unserem Panel und Tim Henning für den fantastischen Vortrag und diese wunderbare Diskussion. Vielen Dank.